Sie mir bitte sagen, wie viel Uhr es ist? Die Uhr bitte. Ah, Polizei! 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 Können Sie mir bitte die Uhrzeit geben? Ich gebe grundsätzlich nichts. Versuchen Sie es mal mit Arbeit. Großartig. Entschuldigung, sind Sie Herr Dr. Meyer Friedemann? Ja, so ist es. Der berühmte Psychiater? Ja, so ist es. Das finde ich toll. Ich habe nämlich Ihren Namen auf der Passagierliste gesehen. Und da habe ich mir gedacht, es wäre doch sicher sehr schön, ein wenig mit Ihnen zu plaudern. So, dachten Sie. Mir geht's leider gar nicht gut. Dann empfehle ich Ihnen, Ihren Hausarzt zu konsultieren. Dem geht's leider auch gar nicht gut. Ja, was hat er denn? Er ist leider nicht ganz richtig im Kopf. Aha. Und deshalb würde ich mich lieber von Ihnen untersuchen lassen. Ich untersuche niemals Patienten ohne festen Termin. Vor allem nicht in Flugzeugen. Naja, Sie werden mich schon untersuchen. Das werde ich nicht. Doch, Sie werden. Weshalb sollte ich das tun? Weil ich der Pilot bin. Was? Der Pilot. Der Mann, der diese Maschine fliegt. Schauen Sie her. Oh, Moment. Guter Gott. Ich trage sie sonst immer verdeckt, wissen Sie. Damit niemand erkennt, wer die Schuld hat, wenn irgendwas schief geht. Etwas schief geht? Was meinen Sie damit, wenn etwas schief geht? Sie sind noch nie mit uns geflogen, oder? Nein. Ja, das dachte ich mir schon. Gewöhnlich kommen die Leute kein zweites Mal. Hören Sie zu, wenn Sie sich nicht wohlfühlen, dann lassen Sie sich doch einfach ablösen. Wir wollen doch nicht die anderen Passagiere alarmieren. Ja, aber... Außerdem bin ich im Augenblick völlig in Ordnung. Wirklich, alles okay. Sind Sie sicher? Mir geht's hervorragend. Erst, wenn wir aufsteigen, dann fange ich an, mich seltsam zu fühlen. Seltsam? Bitte erzählen Sie mir doch, wie Sie sich fühlen. Das ist äußerst wichtig, äußerst wichtig. In welcher Art und Weise fühlen Sie sich seltsam? Ich fühle mich... Ja, wie fühle ich mich eigentlich? Also, ich will es mal so sagen. Am liebsten möchte ich in der Luft aussteigen. Mit einem Fallschirm. Nein, das dürfen Sie doch nicht machen. Das könnte für uns alle verheerende Folgen haben. Oh ja, natürlich. Aber Sie geben uns ja gar keine Fallschirme. Ach so, Sie können also gar nicht abspringen. Doch, ich kann. Ich habe ja meinen eigenen. Nein, 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 ich bitte Sie, das dürfen Sie nicht tun. Ich hatte so sehr gehofft, Sie könnten mir helfen. Ja, natürlich will ich Ihnen helfen. Bitte lassen Sie sich helfen. Ich wünsche mir nichts sehnlicher als das. Glauben Sie mir. Aber wann werden Sie mich untersuchen? Ich schätze, ich muss bei Ihnen ja mindestens noch einen Monat auf einen Termin warten. Aber nein, mein Lieber, ich werde es sofort tun, sofort. Naja, ich will mich nicht vordrängeln. Nein, 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 Sie sind ein besonderer Fall hier. Ich werde Sie sofort untersuchen, auf der Stelle. Wirklich? Ja. Das freut mich. Also gut. Dann sage ich Ihnen jetzt ganz genau, was Sie für mich tun. Ja, bitte. Also, in dem Augenblick, wo wir starten, da müssen Sie mir die Augen verbinden. Ja. Ihnen die Augen verbinden? Ja. So, dass ich den Boden nicht sehen kann. Mein Problem ist nämlich, ich kann keine Höhen vertragen. Nicht nur Sie. Ich auch nicht, aber ich habe gelernt, dieses furchtbare Gefühl zu überwinden. Ach, und wie? Ich sage mir nur immer und immer wieder, ich habe keine Angst.
Ich fühle mich vollkommen sicher. Ich fürchte mich überhaupt nicht. Das ist toll. Und das sagen Sie zu sich selbst? Ja, immer und immer wieder. Ja, aber dabei haben Sie nicht den Zustand der Triebwerke bedacht, oder? Was? Die Triebwerke? Da ist auch etwas defekt. Und dann natürlich noch die lecken Tankleitungen. Und das Fahrgestell klemmt. Und nicht ein einziges Instrument arbeitet korrekt. Aber ich finde das sehr gut. Ich werde es einfach auch mal, wie Sie es sagen. Nicht so, also, ich fürchte mich nicht. Ich habe keine Angst. Ich bin vollkommen sicher. Ich fürchte mich nicht. Ja, keine Angst. Ich bin vollkommen sicher. Ja, ich verstehe. Bitte verzeihen Sie. Ich möchte gerne raus. Lassen Sie mich bitte raus. Bitte. Keine Angst. Ich habe genug, ich steige aus. Ich habe eben mit dem Piloten da vorne gesprochen. Hat er sich schon wieder eingeschlichen? Das ist nicht unser Pilot. Bitte kommen Sie mit. Ich bringe das in Ordnung. Ja, bitte, bitte. Herr Flugkapitän Lindberg? Ja. Ihre Sondermaschine steht startklar in Position A. Meine 17-strahlige Boeing, vollgetankt bis an die Mandeln? Ja. Fliege ich heute wieder nach Grönland? Nach Grönland, wie immer. Habe verstanden, danke. Over. Roger. Bitte, Herr Präsident, danke für die Audienz. Ich bitte mich zu entschuldigen. Grönland ruft. Ja. Sagen Sie, was passiert denn jetzt mit ihm? Der wird bereits erwartet. Das ist immer das gleiche Spiel. Darf ich Ihnen einen Sekt bringen? Oh, sehr liebenswürdig. Ja, den kann ich jetzt gebrauchen. Ich habe keine Angst mehr. Wir kommen. Dankeschön, auf Ihr Wohl. Übrigens, da kommt unser richtiger Pilot. Oh. Wir kommen alle in den Himmel, weil wir so... Ich habe keine Angst. Ich fürchte mich nicht. Hä? Wissen Sie, wie spät es ist? Logo, Alter, immer. Harry, ich verbitte mir ein für alle Mal diese unappetitlichen Decknamen. Keine echten Namen nennen, gemeine Stinkwanze. Keine echten Namen nennen? Dann werde ich noch ganz andere Seiten aufziehen. Herr Hauptkommissar Harry Obalski, Klemerstraße 48, Telefon 21. Schicken Sie den Mund, gemeine Stinkwanze. Ja, ich soll den Mund halten, immer ich. Letzte Woche nennst du mich schwarze Pestbeule und ich soll den Mund halten. Darf Sie daran erinnern, dass Sie im Dienst sind, gemeine Stinkwanze? Ein Scheißdienst ist das. Das kann ich dir immer sagen. Seit du Einsatzleiter bist, habe ich immer so schreckliche Namen wie Nägelbeißer oder Blinddarmdurchbruch. Nur du heißt natürlich Buschwindröschen oder behender, farbenschillernder Kolibri. Fassen Sie sich, gemeine Stinkwanze. Fassen Sie sich, Herr Obalski, und zwar an den Arsch. Farbenschillernder, behender Kolibri, dass ich nicht lache. Du alter Fettsackmensch, du kannst doch kaum krauchen, geschweige denn farbenschillern. Gib's doch endlich zu, dass du nur auf mich sauer bist, weil ich bei der letzten Nikolausfeier, im Spaß betone ich, zu dir gesagt habe, du seist bei der Mafia. Gemeine Stinkwanze, Sie sollen den Bankeingang im Auge behalten. Die verdächtige Person befindet sich vermutlich bereits in der Schalterhalle. Wir müssen mit Geiselnahme rechnen. Bankeingang unbedingt beobachten. Bankräuber festnehmen. Ende. Das Ganze verrühren wir locker mit einem Ei. Harry, ich will in Zukunft so wunderschöne Decknamen haben wie schnurrendes Eichkätzchen oder duftender Holunder. Oder ich mache nicht mehr mit in eurem Scheißladen. Eckamagoro Bangango. Ende.
müssen hier weg, und zwar ein bisschen plötzlich. Was fällt Ihnen ein? Warum soll ich hier weg? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Geheim. Duzen brauchen Sie mich gleich gar nicht. Ich gehe heim, wenn ich heimgehen will. Also gut, dann verrate ich es Ihnen. Geiselnahme. Wo? Hier. Hilfe! 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 Lassen Sie mich los! Lassen Sie mich los! Ich muss alles im Auge behalten! Erst hat er mich durch sein Fernglas angeglotzt. Die Tür ist die alte Zwerge! Ruhe! Weg! Hallo. Gemeine Stinkwanze. Beobachten Sie alles genau oder haben Sie schon wieder einen Fehler gemacht? Gemeine Stinkwanze. Das kann man wohl sagen. Sie wissen, wenn diesmal was schief geht, ist das Ihr Ende. Ende. Hallo, hallo. Hier spricht gemeine Stinkwanze. Buschwindröschen, mein zartes, mein Liebes. Wieso denn einen Fehler? Soll ich dir zum Mittagessen eine schöne knallrote Currywurst mitbringen? Ja? Buschwindröschen. Das muss man sich mal vorstellen. Der Kerl ist verheiratet und rennt mit dem Fernglas durch die Gegend. Jagt andere Frauen. Gemeine Stinkwanze. Sagen Sie, sind Sie sicher, dass alles nach Plan verläuft? Sie haben Ihr Versteck doch nicht zufällig mitten in einem kleinen Menschenauflauf platziert? Aber nein doch, Buschwindröschen, zartes. Das war eben nur die Frau Bankdirektor. Sie sagt, Sie müssen jetzt zusperren, weil Sie das Geld zählen wollen. Inventur, verstehst du? Buschwindröschen, rosiges. Wenn Sie den Bankräuber festgenommen haben, erwarte ich Ihren Bericht. Klar? Selbstverständlich, mein Kohlweißli, mein Flatternder, selbstverständlich. Was ist denn los? Irgendwelche Vorkommnisse? Irgendwas Ungewöhnliches? Ungewöhnliches? Nein, nein, überhaupt nicht. Das Wetter zum Beispiel verhält sich absolut korrekt. Ich meine, für die Jahreszeit. Heute Morgen hat es ja noch leicht genieselt. Geht es dir gut, Buschwindröschen? Sind bei dir zu Hause alle gesund und munter? Mein Kolibri, mein Flinker. Du, ich muss dir sagen, es ist alles großartig. Mein Zaunkönig, mein Kleiner, mein Zwitschernder. Na, Boys, alles okay? Zock mir mal ein Info über den Zeigerstand drüber. Geh uns nicht auf den Zeiger. Sonst kannst du dein Brötchen ab morgen aus der Schnabeltasse lutschen, klar? Danke, Boys. Lass mich aufmachen, es wird sicher die Polizei sein. Hallo, Madam. Detective Inspector Mushroom. Bitte kommen Sie rein. Können Sie das beweisen? Man kann ja nie vorsichtig genug sein, ne? Es ist richtig. Sehr gut, ja. Wir haben Sie hier irgendwo einen Spiegel? Ah, hier. Ja? Jawohl, ich bin es. Wie ich sehe, Madam, haben Sie ein Brautkleid an? Ja, ich habe heute geheiratet. Na ja, machen Sie nur so, als wenn ich gar nicht da wäre. Nicht immer weiter. Ich will Sie ja nicht aufhalten oder so. Was soll das sein? Kommen Sie hoch, Mann. Sehen Sie nicht, dass die beiden Flitterwöchner allein sein wollen? Er ist tot. Das ist doch bescheuert. Warum laden Sie einen toten Mann zu Ihrer Hochzeit ein? Er wurde ermordet. Er war mein Bräutigam. Wir sind erst vor einer Stunde getraut worden. Aha. Glückwunsch. Weiß steht Ihnen ausgezeichnet. Danke. Lebt er hier? Nicht mehr. Tja. Wenn das Ihr Mann ist, wer sind Sie denn? Mein Name ist James Pillow. Ich bin der eineiige Zwillingsbruder des Bräutigams, Charlie Pillow. Eineiige? Tja. Und Zwillingsbruder. Wie wissen wir denn, dass Sie das nicht sind? Weil ich hier stehe. Ja. Aber wie können wir sicher sein, dass nicht er Sie und Sie nicht er? Ich rufe ihn jetzt mit Ihrem Namen an. Mal sehen, ob er antwortet. Jim!
Nee, er bewegt sich nicht. Also gut, ich nehme ihn die Geschichte ab für den Augenblick. Detektiv, das dauert alles so lange. Ich habe um 3 Uhr meine Tennistrainerstunde. Ja, dann wollen wir mal. Also, wo fangen wir an? Was halten Sie von einer Körperuntersuchung? Sehr gute Idee. Ach, nicht meinen, den da. Ach, den da, ja. Ja. Er wurde definitiv erschossen. Mit einer Kugel. Höchstwahrscheinlich aus einem Revolver. Das ist alles so furchtbar. Dieses Alleinsein. Wenn ich nur an meine Hochzeitsreise nach Hawaii denke. Ja. Ich finde, Sie sollten woanders hin. Er könnte die Sonne nicht vertragen. Raus hier, raus! Ja, ja. Natürlich, Sie wollen, dass ich gehe, aber ich bin ja nicht so beknackt, wie ich aussehe. Ich sehe jetzt klar. Sie verliebten sich in einen der beiden Zwillinge, heirateten aber den anderen. Und zwar für Sie den Falschen. Und als Sie das erkannt haben, da haben Sie ihn umgelegt. Gestehen Sie jetzt, Madame, dann kann ich Ihnen noch zu einem einfachen Todesurteil verhelfen. Das ist doch absurd. Luise konnte uns leicht unterscheiden. Natürlich. Wenn ich Charlie küsste, hörte ich Musik, Glocken, tosende Brandungswellen am mondbeschienenen Strand. Und wenn ich James küsste... Keine Glocken, nichts. Madame, ich muss Sie was fragen. Wo waren Sie während der Hochzeitsvorbereitung? Ich habe mich ungefähr eine Stunde lang angezogen. Vorher war ich im Bad. Im Bad? Haben Sie Zeugen? Lassen Sie die Lady in Ruhe. Sehen Sie nicht, in welchem Zustand sie ist. Ja, ihm geht's ja auch nicht gerade gut, nicht? Oder? Übrigens, wie viele Leute waren eigentlich hier im Raum, als der Mörder das Verbrechen beging? Madame und ich. Aber was ist mit ihm? War er nicht da? Ja, natürlich. Gut, das heißt also, 3 waren in diesem Raum, als der Mörder zuschlug. Ich habe das dumpfe Gefühl, dass einer dieser 3 der Mörder ist. Tja, oder 2. Waren Sie's? Nein. Waren Sie's? Nein. Gut, so kommen wir nicht weiter. Also das Beste wird sein, wir spielen die ganze Sache jetzt mal durch. Ich werde den Verstorbenen darstellen, nicht? Was tat ich nun, als ich ermordet wurde? Sie schnitten die... Ja, schnitt die Tochter an. Hm. Schneide ich die Tochter an. Ja, aber wir standen auf der anderen Seite. Also, ich weiß es nicht mehr so genau. So stehst du genau richtig. Tja, mit dem Bedauere, aber ich muss Sie festnehmen. Mich? Wieso? Sie sorgten dafür, dass Ihr Schwager genau die Stelle einnahm, wo er erschossen werden musste. Und das konnte nur der Killer wissen. Ja, soll ich Ihnen was sagen? Geldgier ist Ihr Motiv. Sie wollen sich als einzig Überlebende das Familienvermögen erschleichen. Ah! Madame, bitte nach Ihnen. Ich habe heute meinen Obsttag. Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wie viel? Für dich 50 Ämmchen, Süßer, weil du bist. Mein Gott. 4 Treppen. 4? Frau Lüders? Ja? Ich komm auf Ihren Anruf. Sie haben Verstopfung. Was? Ihr Gulli ist verstopft, oder? Ach, den meinen Sie. Wen? Na, den Abfluss in der Küche, das Handwaschbecken in der Küche, bitteschön. Ja, also dann stimmt es mit der Verstopfung. Ja, natürlich. Da vorne. Sagen Sie mal, und Sie sind Frau Lüders? Ja. Können Sie es beweisen? Wie? Ja, wie, das ist mir wurscht, wie Sie es beweisen, ist Ihre Sache. Nein, ich meine, wieso beweisen? Ja, wissen Sie, wir haben da so unsere Vorschriften. Es könnte ja sein, Sie sind gar nicht Frau Lüdes, sondern Einbrecher. Und die arme Frau Lüdes, die liegt nun gefesselt und geknebelt, so irgendwo in der Wohnung auf dem Teppich rum, nicht? Ja, Moment. Frau Lüdes!
Frau Lüders! Ja, ich bin doch hier! Sehen Sie, das ist der Beweis. Wenn Sie nämlich nicht Frau Lüders wären, hätten Sie auch nicht hier geschrien, oder? Also, nun mal ran an der Arbeit, nicht? Wo ist denn nun Ihr Becken? Na da! Ja. Ui, ui, jei, jei, sieht das aus! Himmel noch mal! Naja, man gießt so einiges weg. Ja, ja, Weggießgesellschaft. Na, irgendwo muss man ja hin damit. Ja. Na, nun mal ran an die Buletten. Ach, es läuft nicht ab. Na ja, deshalb habe ich Sie doch angerufen. Jetzt läuft sogar der über. Vielleicht sollte man mal den Wasserhahn abdrehen. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Machen Sie mal. Und da müsst ihr vor allen Dingen noch einen Scheuerlappen unterlegen, nicht? Sonst geht das ja nach unten runter, ja? Und dann kann die Mutter in der Küche unter ihnen, die kann dann zum Kochtopf schwimmen. Mein Gott, sieht das aus. Tja. Soll ich ihm mal Wasser haben? Ja. Das Ding ist verstopft. Mein Gott, ja, natürlich. Nein, 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 es ist überhaupt nicht natürlich. Es ist überhaupt nicht. Im Gegenteil, das ist sogar höchst unnatürlich. Natürlich wäre es, wenn es ablaufen würde. Ja, haben Sie keinen Engländer? Engländer? Nee, mein Mann ist Deutscher. Herr Doktor, mal kennen Sie keinen Engländer? Engländer? Doch, Winston Churchill. Allerdings nicht persönlich. Nein, ich meine doch so eine Zange zum Greifen, so eine Wasserpumpenzange. Wasserpumpenzange? Wir haben ja nicht mal eine Wasserpumpe. Wir pumpen das Wasser doch nicht. Wir drehen den Hahn auf. Ja, und dann kommt's. Ja, und wo haben Sie jetzt Ihren Werkzeugkasten? Sie haben ja gar kein Werkzeug mit. Nee, das ist nicht mehr drin, nicht wahr? Wer soll das bezahlen, vor wegen Abnutzung und so? Nee, nee, das können wir uns nicht leisten. Na, bitte sehr. Da ist doch alles. Na, wer sagt's denn? Hier ein Schild. Oh, 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 Gottes Willen. Was ist denn? Ich jetzt meine Bandscheibe. Oh. Wollen Sie sich vielleicht ein bisschen... Da, bloß jetzt nicht hinlegen. Ich muss ja tapfer sein, den Ausguss machen. Obwohl, holen Sie mal die Zange raus. Ja. Das ist sehr gut. Das nehme ich ganz einfach. Wissen Sie, brauchen nur runter und den Verschluss aufdrehen, nicht? Ja. Ja, ja, das ist schon sehr gut. Das ist schon sehr gut, wie Sie das machen. Jetzt schön drehen, ja? Feste drehen. Das sieht sehr gekonnt aus, ja? Und jetzt mit aller Kraft. Achtung und jetzt... Das ist schon zu spät, ja. Das ist scheiße, ja. Wir stellen Sie einen Eimer drunter. Worauf warten Sie? Müssen Sie einen Eimer drunter stellen, nicht? Eimer drunter, so. Ja, und jetzt schön zudrehen. Richtig schön zudrehen. Mein Gott, wie das hier aussieht. Das ist ja ekelhaft. Und wie das stinkt. Oh Gott, das wird mir schlecht mit meinem Atem. Könnten Sie nicht so einen kleinen Schnaps für mich? Schnaps? Ja, ja, natürlich. Ja. Was mache ich denn jetzt mit dem Abfluss? Ja, da habe ich ihn gleich. Oh, das ist gut. Also, pass auf. Nehmen einen Drehschlauch und dann brauchen Sie nur kräftig drinnen rumstauchen. Immer. Oh! Oh Gott. Was ist denn nun los? Ausgerechnet, das ist mein Tennisarm. Oh Gott, ist das alles. Ich dachte, kann mich nicht ein bisschen irgendwo hinlegen? So ein paar Minuten. Nein, kommen Sie mit ins Wohnzimmer. Oh, ja, Wohnzimmer. Ja, das ist Haben Sie nicht nur einen kleinen Schnack?
junge Frau, alles in Ordnung? Ja, es läuft wieder ab. Na, sehen Sie, was habe ich gesagt? Wie haben wir das gemacht? Ja, wie haben wir das gemacht? Ja, dann darf ich Sie bitten, dass Sie das mal hier kurz unterschreiben. Unterschreiben? Was soll ich denn unterschreiben? Ja, also das ist hier die Anfahrt, ich war dann die Rückfahrt, 4 Treppen rauf, 4 Treppen runter, chemische Reinigung für meine Arbeitskleidung und dann die Arbeitszeit. Ja, 2,5 Stunden, naja, sagen wir abgerundet, 3 Stunden. So, wenn ich bitten darf. Also das ist ja denn doch der Gipfel. Sie kommen hierher und ich muss die ganze Drecksarbeit machen und den Abfluss im Schweiße meines Angesichts. Sie liegen hier rum, trinken unseren Schnaps aus, kriegen was im Magen. Nein, die Reihenfolge stimmt nicht. Ich hab's zuerst ins Kreuz gekriegt und dann im Magen. Och, warten Sie nur, bis mein Mann nach Hause kommt. Der wird Ihnen aber was erzählen. Das ist eine glänzende Idee. Schreibe ich die Wartezeit auch noch auf. Sagen Sie mal, was gibt's denn heute bei Ihnen zu Abendbrot? Sie sind völlig überarbeitet. Genau davor muss man sich hüten. Nehmen Sie sich ein Beispiel an mir. Bitte können Sie mir die Uhrzeit geben. Üben? Können Sie mir bitte die Uhrzeit geben? Aber gern, junger Mann. Ich habe nämlich eine neue Digitaluhr. Die hat mir meine Schwiegertochter geschenkt. Sehr gut. Aber bitte, mein Herr, ich hab's eilig. Ja, nur die Ruhe. Also, es ist jetzt genau 15 geteilt durch 36. Ausrechnen müssen Sie sich das selbst, junger Mann. Ich danke Ihnen vielmals.